Hier ist noch ein Spiel. Kalte Kühe, heiße Eisen. Fußnagel. Hier ist noch ein Spiel. Flipchip. Natürlich. So, nun. Tür, Residenz, Lampe. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Kaputt. So ein Mist. Warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. Die Grafikkarte. Das ist nicht gerade eine Taschenlampe. Es ist Tag draußen, also... Naja. Es werde Licht. Ella wird's nicht, okay? Lampe spricht. Das ist eine Lampe. Tja... Das hat sehr wenig gebracht. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Macht Sinn. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein. Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Sie sind nur eben alle so blass. Cola Light, jetzt auch ohne Cola. Facepalm. Das klappt so nicht. Okay, das klappt mit gar nichts. Das ist kein Blaulicht. Stimmt. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Das weißt du doch. Es hält hier. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Das weißt du doch. Es hält hier. Sieh mal, Harvey. Ich habe einen Topf voll Licht. Schnell, such einen Deckel, sonst fliegt alles wieder raus. Ja, das wäre schlecht. Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzen. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Ach, Harvey. Licht essen. Lichtgabeln. Leuchtspaket. Lampe. Puh. Nein, hier ist kein Wortspiel möglich. Wenn dir doch eins einfällt, ruf direkt bei Poki an. 040 80 60 11 30. Davon habe ich gehört, dass da wirklich das war die Stelle, wo da hat so Poki mal in einem Interview erzählt, wo der dass es wirklich seine echte Nummer gewesen ist, das wirklich im Spiel eingeblendet haben und er vergessen hat, das rauszunehmen, der dann nicht drüber geguckt hat und dann sein Handy Tag und Nacht klingelte. Ist das wirklich seine? Licht essen, nice. Lichtgabeln, Leuchtspaket, Lampen. Puh. Nein, hier ist kein Wortspiel möglich. Wenn dir doch eins einfällt, ruf direkt bei Poki an. 040 80 60 11 30. Wir haben es einfach mit veröffentlicht. Das ist eine echte Nummer. Die gibt es wahrscheinlich jetzt schon längst nicht mehr. Aber damals, als das Spiel rauskam. Oha. Noch ist sie kalt. Sie wird wohl nicht oft angestellt. Soll ich ihr helfen? Ich bin Meister darin, etwas anzustellen. Mit deiner Hilfe, kleiner Kumpel, wäre sie sicher bald Angestellte des Monats. Oh Gott. So was wird's. Was soll das? Siehst du nicht, dass er Angst vor Licht hat? Wer hat Angst vor Licht? Der Fußnagel? Gut, haben wir das schon gemacht? Ist Drogelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Na sicher. Ich könnte ihm nie was zuleide tun. Gibst du mir ein Autogramm? Drogelbecher? Na gut, aber ich komme drauf zurück. Dies ist ein Wasserbecher. Kein Drogelbecher. Ah ja. Das klappt so nicht.
Warum klappt es nur so mit? Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Torgelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Torgelbecher? Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Torgelbecher. Cool. Ich meine, danke. Torgelbecher. Du meinst durch oder was? Oha. Als ob. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest, dass eine neue Macht das im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Troggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Ja. Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Im geistigen Zweikampf werden wir den König besiegen. Ja, das tun wir. Der König. Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und ob. Frag mich was. Also. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Star Wars, ich sehe einen weiten Weg, du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz. Trauer. Alles klar, Yoda. Und was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Oh ja. Was wirfst du als nächstes? Oh. Gute Versuch. Wer wird der nächste Papst? Ich weiß, das Spiel ist schon länger draußen. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt, ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Da fällt sich auch das falsche Geschlecht. In der katholischen Kirche. Ja, woanders gibt es keinen Papst. Papst zu werden. Werden Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur nein? Das genau. Weißt du so sicher. Nein. Oh, das ist eine... Wo ist Walter? Das ist eine wichtige Frage. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oha. Oh nein, der Arme. Tja, wie man es immer so sagt, das ist, alle fragen immer, wo ist Walter, aber niemand fragt, wie geht's Walter. Das ist, und da passiert sowas. Das ist, tja, eine Schande. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Auf jeden Fall. Eine goldene Medaille? Echtes Gold?
aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ja, wir brauchen die Medaille. Damit können wir uns vielleicht einen Schlüssel machen. Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Und gut, na dann, auf geht's. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Woher kam der Fahrer? Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg klar. Oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Kannst es Köderfisch oder Wurm. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und aha, du musst mir die Lösung sagen. Stell oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles. Also. Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Kopf. Ja. Natürlich. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Zahl. Tja. Vielleicht hast du genug. Kann es sein, dass es immer das andere ist? Ich will es noch einmal versuchen. So, Kopf. Kopf. Zahl. Tja, Ast. Ich will es noch. So, Kopf. Zahl. Kopf. Ja. Tja. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, aha, ich ging eines Abends spazieren. Pech. Auf dem Dach unseres Hochhauses. Symbol des Pechers. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Ah, ja. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Sicher. Ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Na dann, Drogelbecher. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Senf. Drogelbecher! Oh, das leuchtet ein. So eine Figur kommt ja nicht von allein. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Ketchup. Drogelbecher! Oh, das leuchtet ein. So eine Figur kommt ja nicht von allein. Tja, also. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein Topf. Drogelbecher. Der steht dir nicht zu? Wie meinst du denn das? Drogelbecher. Aha. Na dann. Seltsam. Irgendwo gab es noch einen Dialog, in dem Drogelbecher wirklich spricht. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun.
Das müssen wir noch mal irgendwo rausfinden. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Gabel. Rogelbecher. Nein, Löffel waren aus. Rogelbecher. Ich weiß. Ich habe ein Geschenk für dich. Topflappen. Rogelbecher? Schade. Ich bewahre sie so lange auf. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Oh, ist ja süß. So, finden wir weitere Items und bieten die Rogelbecher an. Warte, können wir mit dem Sofa können wir was machen. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Oha. Ich kann später noch ausruhen. Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Schlaf, Edna, schlaf. Was? Ich bin mit einem Mal so müde. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Tja, also... Guck mal, Harvey, ein Sofa. Wie traurig. Kombinieren wir alles mit du ein. Musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Das was? Oha. Ramponieren. Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal. Wo sind denn die ganzen Kissen hin? Weg. Da zum Beispiel. In der Couch. In der Kissenboden. Aha. Wenn ich den hier abstelle, merkt das wohl keiner. Na toll. Jetzt haben wir dann stehen. Becher. Wir müssen einen neuen besorgen. Das sitzt bereits lebenslänglich. Das Arme. Mach dich. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Die Topflappen sind ein mieser Ersatz für die fehlenden Kissen. Das stimmt. Ja, die Ritzen sind ein guter Aufbewahrungsort. Ich komme später zurück und hol dich ab, kleiner Freund. Mist, jetzt müssen wir einen neuen knuspern. Wach! Neuer Fußnagel. Okay, jetzt haben wir hier ein Schild. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe nichts im Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdächtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. Ich benutze dieses Schild zur Orientierung. Was? Das Telefon ist rechts. Was? Das glaube ich ja kaum. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Das wäre schrecklich. Hallo Schild, hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Alter. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. So kombinieren wir alles mit einem. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Ah ja. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Aber das ist lila. Violett. Ja. Das klappt so nicht. Inspektor Konrad ermittelt.
Ja, die Spur führt nach rechts. Was du nicht sagst, aber da steht Left drauf. Klicksen. Wo bitte geht es noch gleich zur Küche? Schwer zu sagen. Ich weiß nur, wo das Telefon steht. Ah ja. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Das kommt mir bekannt vor. Hier gabeln sich unsere Wege. Oh je. Huh? Das Motiv ist ja nur eine Dreckkruste, die sich ganz einfach wegwischen lässt. Hm. Darunter sieht es ja ganz genauso aus. Was für ein Zufall. Tja. Es ist nicht festgeschraubt. Es hält einzig durch das Wunder subatomarer Anziehungskräfte. Sachen gibt's. Du willst einen Becher halten. Tja. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Nimm einen Stift dabei. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen. Ohne, dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Aha. Ich lasse es lieber dort. Ohne, dass... Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will hier raus. Ich kann dich gut verstehen. Das kann sie. Poetisch und deprimierend zugleich. Ein Kunstwerk. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Aha. Ein Pinnwand können wir kaputt machen. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Und nicht bekritzeln? Nein, das soll heil und sauber bleiben. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay, das Bild ist so heil und sauber bleiben. Und die Pinnwand können wir. Nice. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Liebend gern. Liebend gern. Liebend gern. Mhm. Liebend gern. Alles nur die Pinnnadeln. Alles the best, auf jeden Fall. Liebend gern. Das klappt so nicht. Liebend gern. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie, meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Das ist klar. Mist, der Hörer fehlt. Hast du aber früh bemerkt. Ein Münztelefon, ein Münzschlitz, eine Gabel. Schon eine Gabel. Was fehlt, ist der Hörer. Ach, schade. Können wir das auch vielleicht mal rückwärts? Ich fürchte, ich kann es nicht reparieren. Du vielleicht, Harvey? Ich fürchte, ich habe nur destruktive Eigenschaften. Was ist mit deinem schmuseweichen Fell? Ich schmiege jeden zu Tode, der mir begegnet. Hua! Heuer! Harvey ist der Beste. Ich erinnere, Harvey ist der Beste. Harvey ist der Best. Alle Vorsicht würde hier zu spät kommen. Es hat schon eine Gabel. Das hatten wir schon. Hm, da ist mir wohl jemand zuvorgekommen. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Ist auch kein Hörer da. Halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Da passen nur Münzen rein. Lieber nicht. Das könnte den Münzschlitz verstopfen. Lieber nicht. Da passen nur Münzen rein.
Natürlich. Da passen nur Münzen rein. Das können wir auch nicht bekritzeln. Da passen nur Münzen rein. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Tja, eine Lampe. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Was denn? Das Licht hat...